Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Statement des FDP-Fraktionsvorsitzenden. Das Wort hat Christian Lindner. Ja, meine Damen, meine Herren, wir haben bereits zu Ostern die Bundeskanzlerin aufgefordert, unbegleitete Kinder und Jugendliche im Alter von unter 14 Jahren nach Deutschland aus Griechenland zu evakuieren. Delegationen von Freien Demokraten aus Bund und Ländern haben die Situation dort gesehen und waren der Auffassung, dass es zu unserer humanitären Verantwortung gehört, insbesondere bei Kindern, die ohne Familie unterwegs sind, eine gesundheitliche Versorgung, Unterbringung und Förderung zu organisieren. Nunmehr, einige Monate später, will die Bundesregierung nach den Bränden dort 1.500 Menschen aufnehmen, die sich in Griechenland befinden. Kontingente im nationalen Alleingang sind aus unserer Sicht aber keine Lösung. Wir brauchen sachliche Kriterien dafür, wer nach Deutschland kommen kann und wer nicht. Wir verschließen uns nicht humanitären Verpflichtungen. Allerdings ist geboten ein kraftvoller Versuch, eine europäische Lösung für diese Herausforderung zu finden. Die Bundesregierung wollte die Migrationsfrage zur Top-Priorität ihrer Ratspräsidentschaft machen. Tatsächlich sind wir mitten in dieser Ratspräsidentschaft schon wieder in einer Diskussion über einen nationalen deutschen Alleingang. Das halten wir für falsch. Die Fehler des Jahres 2015 dürfen sich nicht wiederholen. Es ist eine europäische Aufgabe, die eine europäische Antwort benötigt. Wir brauchen ein gemeinsames Management von Migration. Wir brauchen gemeinsam getragene humanitäre Verantwortung und eine Kontrolle des Zugangs nach Europa. Technische Hilfe in Griechenland muss jetzt die besondere Priorität sein. Und zugleich erneuern wir unseren Appell, dass wir klar unterscheiden zwischen Kindern und Jugendlichen, die ohne Begleitung unterwegs sind, und zwischen einer generellen Evakuierung der Lager dort. Innerhalb Deutschlands fehlt uns seit Längerem ein Migrationskonsens. Wir brauchen einen Migrationsgipfel von Bund, Ländern und Gemeinden. Dann erst kann abgeschätzt werden, welche Kapazitäten unser Land hat. Erst auf einem solchen Migrationsgipfel von Bund, Ländern und Gemeinden können wir auch darüber beraten, welche Regelungslücken es in unserem Einwanderungsrecht immer noch gibt. Wir sehen unverändert als zu bürokratisch an, wie Fachkräfte nach Deutschland kommen. Die Unterscheidung zwischen Asylberechtigten und Flüchtlingen ist für uns noch nicht hinreichend klargestellt. Und es muss geprüft werden, wie rechtssicher und wirksam auch die Ausweisung von Menschen erfolgen kann, die keinen legalen Daueraufenthalt in Deutschland erlangen können. Diese Aufgabe ist unverändert nicht gelöst. Wenn der Bundesinnenminister Horst Seehofer dazu auch nach 3 Jahren Amtszeit entgegen aller Ankündigungen nicht in der Lage ist, dann sollte die Frau Bundeskanzlerin das Thema zu einer Chefsache machen. Denn die Migration in Europa und Deutschland ist eine noch offene Flanke ihrer Kanzlerschaft. Die Ratspräsidentschaft kann sie dazu nutzen, um diese Flanke zu schließen. Unsere Unterstützung dabei hätte sie. In dieser Woche wird sich der Deutsche Bundestag in einer zentralen Debatte und bei vielen Tagesordnungspunkten mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen. Nachhaltigkeit gehört für uns als Freie Demokraten gewissermaßen zur politischen DNA. Wir fühlen uns nämlich den Freiheitsrechten nicht nur im Hier und Jetzt verpflichtet, sondern auch den Freiheitsrechten nächster Generationen. Wir können heute nicht das verbrauchen und das beanspruchen, was spätere Generationen an Möglichkeiten noch erhalten sollten. Heutige Entscheidungen müssen sich deshalb messen lassen, auch an den Interessen und am Freiheitsspielraum künftiger Generationen. Das betrifft zum einen natürlich ökologische Belastungsgrenzen, die zukünftige Generationen einschränken. Es betrifft aber auch ökonomische Belastungsgrenzen in der Gegenwart, die etwa die Handlungsfähigkeit des Staates oder die finanzielle Belastungsgrenze von Individuen in der Zukunft verletzen könnten. Deshalb ist für uns
diese Nachhaltigkeitswoche von besonderer Bedeutung in ihren beiden Dimensionen, die ökologische wie auch die ökonomische Nachhaltigkeit zu betonen. Die FDP als Partei hat diese Frage der ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeit übrigens ja in diesem Jahr auch in ihr Leitbild neu aufgenommen. Also insofern fühlen wir uns dieser Doppelherausforderung auch besonders verpflichtet. Hinsichtlich des Klimaschutzes werben wir für einen wirksamen europäischen und marktwirtschaftlichen Ansatz. Wir sprechen uns aus für ein CO2-Limit. Und der jeweilige Anteil an diesem begrenzten CO2-Budget, der sollte nach marktwirtschaftlichen Prinzipien mit dem Mechanismus von Angebot und Nachfrage mit einem Preis geregelt werden. Das ist historisch und international die beste Methode, um mit Knappheiten umzugehen, nämlich der marktwirtschaftliche Ideenwettbewerb, der zugleich ja auch den Einfallsreichtum der Menschen beflügeln kann. Wir sehen das als eine also technologisch lösbare Aufgabe, Klimaschutz mit einem marktwirtschaftlichen Instrument zu realisieren. Wir wollen also Innovationen entfesseln, aber wir wollen keinen Wettlauf in immer neue Verbote und Quoten in Subventionen. Das hat sich nicht als wirksam herausgestellt. Die Gesprächseinladung von Herrn Altmaier zu einem nationalen Klimakonsens nehmen wir deshalb sehr gerne an. Aber wir haben eben auch eine Position, mit der wir in diese Gespräche gehen. Das ist die Position eines technologieoffenen Innovationsstandorts Deutschland, der die Cleantech-Anwendungen entwickelt, die für die Welt insgesamt erlauben, Wohlstandszuwachs und ökologische Zukunftsverantwortung zu verbinden. Die bisherigen Vorschläge von Herrn Altmaier laufen ja eher auf das Gegenteil hinaus. Er hat ja Vorschläge unterbreitet, jetzt auf Jahresbasis und tonnenscharf, also auf die einzelne Tonne genau, Einsparungen beim CO2 vorzunehmen. Das überfordert natürlich jede Planungskapazität, weil gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen so komplex und unvorhersehbar sind. An 5-Jahresplänen sind die DDR und die Sowjetunion schon gescheitert. Jetzt wollen wir 1-Jahrespläne beim Klima in der Bundesrepublik Deutschland, dem Mutterland der sozialen Marktwirtschaft, etablieren. Das halten wir weder für wirksam noch für einen Beitrag, um wirklichen Fortschritt in ökologischer Hinsicht zu erreichen. Wir möchten zum anderen in dieser Woche über finanzielle Nachhaltigkeit sprechen. Das ist eine große Aufgabe für unsere Gesellschaft. Unsere sozialen Sicherungssysteme sind nicht zukunftsfest. Sie funktionieren in der Gegenwart, wenn wir wirtschaftliches Wachstum haben. Sie funktionieren in der Gegenwart bei einem Boom. Im letzten Jahr haben wir trotz Rekordzahlen am Arbeitsmarkt und niedrigster Arbeitslosigkeit über 1 Billion Euro für soziale Aufgaben aufgewandt. Jetzt kommt der demografische Wandel mit Macht und Tempo in einer alternden Gesellschaft. Und nun müssen wir die Frage danach stellen, ob und wie unser Sozialstaat mit seinem gegenwärtigen Standard tatsächlich für die Zukunft finanzierbar ist, auch für die Generation der Kinder und Enkel. Unser Sozialstaat darf ja nicht nur gerecht sein gegenüber den heutigen Generationen oder beispielsweise gegenüber denjenigen, die heute Leistungen empfangen, sondern er muss ja auch gerecht sein gegenüber denjenigen, die heute Beiträge zahlen und erst zukünftig auf die Empfängerseite wechseln. Wir fordern eine Generationenbilanz der Generationen, weil das die Voraussetzung für einen fairen Generationenvertrag für alle Beteiligten ist. Wir sind der Auffassung, dass zum Thema finanzielle Nachhaltigkeit auch gehört, dass wir die Aufwendungen des Staates im sozialen Bereich stärker auch konzentrieren auf Jüngere, sprich auf ein Kinderchancengeld, das Kindern und Jugendlichen und ihren Familien ganz konkrete Lebenschancen eröffnet, dass wir die sozialen Ausgaben des Staates konzentrieren auf den Bereich der Bildung, denn eine gute Qualifikation und praktische Lebenstüchtigkeit im Alltag, das ist der Schlüssel für individuellen sozialen Aufstieg, für
einen Werdegang nach den Wünschen, den sie oder er als Einzelne bzw. Einzelner hat. Es ist also eine Zukunfts-, eine Generationenfrage unserer Gesellschaft, ein Bildungssystem zu haben, das für alle jungen Menschen Chancen eröffnet. Das ist zugleich auch eine Investition in die langfristige Finanzierbarkeit unserer Sozialsysteme insgesamt. Denn nur wenn wir mehr Menschen in Beschäftigung haben, qualifizierter Beschäftigung haben, die hohe Einkommen erzielen, die auf den Weltmärkten auch finanziert werden, sind wir in der Lage, unser Sozialgefüge auch für die zukünftigen Generationen zu finanzieren. Für uns bedeutet finanzielle Nachhaltigkeit im Übrigen nicht den Verzicht auf Wachstum, sondern im Gegenteil. Diese Frage der intergenerationellen Gerechtigkeit kann natürlich leichter in einem Gemeinwesen beantwortet werden, das noch über wirtschaftliche Prosperität verfügt. Wirtschaftliches Wachstum kann ja auch bedeuten, dass eine geringere Zahl von Erwerbstätigen pro Kopf einen höheren Wohlstand erwirtschaftet, der dann über die Systeme auch unserer sozialen Absicherung allen zur Verfügung steht. Also ist wirtschaftliches Wachstum geradezu die Voraussetzung dafür, dass, wenn weniger Köpfe erwerbstätig sind, die Gesellschaft insgesamt stabil finanziert werden kann. Es ist also kein ethisches Ideal, den Verzicht auf Wirtschaftswachstum zu verklären, sondern im Gegenteil, soziale Absicherung setzt wirtschaftliche Prosperität in Zukunft zumal in einer alternden Gesellschaft voraus. Uns besorgt vor diesem Hintergrund, wie die aktuelle Große Koalition die finanziellen Möglichkeiten unseres Gemeinwesens verwaltet, eben nicht zukunftsgerichtet in die Bereiche, die Wachstum in technologischer Hinsicht erreichbar werden lassen, sondern das Geld geht vielfach in den Staatskonsum in der Gegenwart. Und so sehr das nachvollziehbar ist, dass eine Regierung gerne populär ist, indem sie Geschenke verteilt wie Kamelle im Karneval, so sehr das nachvollziehbar ist, so wenig nachhaltig ist es. Aus diesem Grund setzen wir uns für ein Ausgabenmoratorium in den nächsten Monaten ein. Wir brauchen keine neuen Aufgaben, sondern wir sollten uns konzentrieren auf die Finanzierung der bisherigen. Mit den Krisenfolgen und der Krisenintervention hat unser Gesamtstaat genug zu tun in finanzieller Hinsicht. Wir sollten darüber hinaus nicht in bürokratischer oder in finanzieller Hinsicht zusätzliche Lasten beschließen, von denen nicht klar ist, wie wir sie nachhaltig auf Dauer finanzieren können. So viel von meiner Seite.